Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Reaction. Ja, ich reagiere wieder auf vernünftig eure Videos. Video Nummer 7. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Beim letzten Mal war er hier, letztes Mal mit dem Reh, da musste ich ja zucken. Ich hoffe, ihr habt schon meinen anderen Kanal gesehen, Daily D. Da reagiere ich ab Ende des Monats jeden Tag auf was Neues. Aber das hat dann weniger mit Fahrschule zu tun, sondern ich reagiere auf alles Mögliche. Die größten Körperteile der Welt oder so. Etwas ähnliches. Intro, dann geht's los. So, jetzt guck mal. Da, so, hier. Da, Teil 7. Also ich habe das Gefühl, dass Mutter Reh gibt deinem Baby alles, was es braucht. Ich gebe dem Baby alles, um sein kleines braucht. Die volle Dröhnung. Warte, am Anfang direkt knallt es immer bei denen. Erstmal ein Like, weil gutes Video. Ist schon klar. So. Eure Videos. Ist mir auch mal passiert mit dem Anhänger auf der Autobahn. Ganze Humus so wah, 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 bam, abgerissen das Ding. Hab ich erst einmal gesehen, dass die Polizei, wofür die Polizisten auch Besen im Kofferraum haben, die haben nämlich ganze Autobahn gefegt. Schön die A2. Wo kommt der Hund her? Mein Hund ist mir letztens auch weggelaufen. Also nicht weggelaufen, so ähnlich wie weggelaufen. Ist ja ein Rottweiler. Und dann so, ist so ein Hase, also der chillt, ne, der ist eigentlich ganz easy, aber dann kam der Hase und dann ging's ab. Und dann, zum Glück gehe ich viel joggen. Rausgefallen, der lässt ihn durch, schön. Geiler Hacker. Alter, hier hat mir einer ein Video geschickt. Was ganz Seltenes passiert hier. Ein Stau entsteht und... Rettungsgasse. Ein... Das sieht ganz geil aus, ne? Also seht ihr das? Die Autos fahren rüber, direkt, tschock. Rettungsgasse. Ja. Eine richtige Rettungsgasse. Von gleich, von jetzt auf. Macht das so. Gute Menschen, ich schwör, Karma-Punkte des Todes sammeln. Könnt ihr damit, ja... Es ist so schön. Ist es auch. Was ist das denn? Naja. Double Rainbow. Ich glaube, es ging um den Rainbow. Oh, da kommt Bruder. Habibi hat eilig. Guck mal, komm her. So ein Golf hatte ich auch mal. Ja. Golf Plus. Helle Maschine. Schöne Entenfamilie am Start. Ah, kommt der Gangster. Und sie so, ich rede nicht mehr mit dir. Und er so, bitte, Schatz, verzeih mir. Und sie so, aua. Ich hab genau gesehen, du hast zur anderen Ente geguckt. Er weiß jetzt noch nicht so, ob er sich für seine moralischen Werte entscheiden kann oder nicht. Guck mal da jetzt, guck mal. Habt ihr gesehen, aber wenn es Stress gibt, da halten die beiden zusammen. Das ist sexy. Der zieht voll links rüber, garantiert. Deswegen baller ich auch nicht. Wir haben zwar den R8, V6, nee, V6, V10, 610 PS, aber ich bin mit dem Auto noch nie schneller als, ich glaube, 220, 210, 220 gefahren. Ich weiß, der ist über 300 eingetragen, aber wenn ich das sehe, weiß ich nicht, das ist so... Keramikbremse. Okay,
Na, wie sieht es bei Ihnen aus? Gerade zu Hause angekommen und jetzt klitschnass. Hey, na Julia. Man macht gut. Krankenwagen kommt, schön Platz gemacht. Ja. Mama, mir ist den ganzen Tag einer hinterher gefahren. Ich weiß auch nicht, was er wollte. Mein Opa hat mal was Cleveres gesagt. Er hat mal gesagt, versuch mal einem Doofen zu erklären, dass er doof ist. Das geht nicht. Das ist doch nicht sein Ernst. Doch, doch. Er zieht das durch. Alles klar? Er hat das schön Dixi-Klo verschaufelt, ne? Das sieht doch nicht aus, Alter. Ey, komm, ich guck schon nicht mehr rechts. Ich auch mal fahren. Die Dinger sind cool. Das ist ja wirklich bescheuert, dass du da raustrittst. Aber auch gefährlich. Doch bestimmt Spaß. Rettungsgasse? Kann man nicht so gut sehen wegen Pixel, ne? Aber normalerweise. Lukas, auch weil er echt korrekt ist. Hier, echt, der Kollege. Ganz einfach. Natürlich, keine Wechsel. Fettsack. Hätte sich so ein Wichser. Da die ganze Zeit hier die Scheißspur wechseln oder jeder. Dieses Video ist für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet. Ja, schön, so. Okay. Da passiert das jeden Tag, da kannst du eh nicht damit rechnen. Planerinflucht über Holland oder Polen. Bist du behindert? Warum? Okay, der möchte da rein, wird wohl eng. Lässt keiner rein. Der fährt weiter. Manchmal, wenn du merkst, dass deine Sprüche bei so einer Perle nicht ankommen oder so, ne, bringt es nichts, noch mehr Sprüche zu drücken. Ja. Manchmal, wenn du merkst, du kommst mit dem Hammer nicht rein, macht Vorschlaghammer auch keinen Sinn. Und noch eine Weisheit, viel hilft viel. Wo will er denn hin? Warum bremst er nicht und geht hinter dem LKW rein? Ach komm schon. Wie weit will er denn fahren?
Schaukelt sich jetzt schon auf, sieht man, ne? Abstand halten. Da weißt du nie. Also ich wäre jetzt bei vielleicht so 60 Warnblinklicht, hätte ich auch schon angemacht. Das geht doch nicht gut, das geht doch nicht gut. Komm schon. Der kann jetzt nur eine Vollbremsung machen. Macht er aber nicht. Warum bremst er denn nicht? Das war's. Ja, ich höre euch jetzt schon. Woran hat es hier liegen? Falsche Beladung, einseitige Beladung, Überladen, Spurrillen, die einen plötzlich aus der Bahn werfen. Absicht vom Fahrer, was ich ja mal nicht glaube. Nee. Vieles ist möglich. Vielleicht auch ein Defekt, von dem ich gar nicht weiß, dass der das auch hervorrufen kann. Chapeau. Ich habe gedacht, das Ding reißt ab. Ich verstehe nicht, warum man dann, wenn man, also überholt, nicht überholt. Also wenn man überholt, dann muss man auch überholen. Wenn man trinkt, dann sollte man auch trinken. Wenn man schiffen geht, sollte man schiffen. Das ist doch, du gehst doch nicht und dann doch nicht, weißt du? Alter! Ist das einer? Oder stammt der einer? Wahnsinnig! Wie kommt man denn da hin? Ja, wenn wir schon mal im Stand sind. Ich mag ja so schöne Autobahnen, so geiles Wetter und so, und das ist geil. Mit dem richtigen Auto kannst du das ja machen, aber nicht bei 114. Manche Menschen haben aber auch eine Mission, von der sie selber nicht wissen, dass es eine Mission ist. Und die versuchen, was in die Welt rauszutragen, und es kommt aber nicht raus, wisst ihr? Überlegt. Gute Bremsung. Der Tobi. Shit. That's it. Cooles Video. Mann ey, die bocken immer die Teile. Geliked habe ich, abonniert habe ich auch. Freunde, nicht vergessen auch meinen anderen Channel zu abonnieren hier, Daily D. Ab Ende des Monats gibt es da Reactions, bis der Arzt kommt. Der ist eigentlich hier drüber, aber manchmal kommt er runter. Raus! Boah, war der schlecht. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Reinhauen!